Die Zeit vergeht nun mal und sie kann es nicht akzeptieren. Ich wahrscheinlich auch nicht. Es gibt keinen Antagonismus. Nur die Anziehung zwischen zwei Frauen mit der gleichen Verletzung. Sigrid und Helena sind ein und dieselbe Person. Ein und dieselbe Person. Darum geht es in dem Stück. Und weil Sie Sigrid waren, können nur Sie jetzt Helena sein. Wie können Sie sich bitte so sicher sein? Sie wissen so gut wie ich, dass Wilhelm Melchior bereits seit Jahren an einer Fortsetzung saß. Ja, aber dabei ging es um Sigrid als 40-Jährige. Nein, es ging um Sigrid, die Helena wurde 20 Jahre später. Und wer soll also die Sigrid spielen? Joanne Ellis. Sie hat einen Superheldenfilm gemacht, der in den Staaten gerade anläuft. Und darüber hinaus? Nicht viel, sie ist 19. Sie ist viel interessanter als ihre Interviews und ihr Profil. Sie hat Theater gespielt und will auf keinen Fall von Hollywood verschluckt werden. Sie bewundert sie und ist bereit, ihre anderen Verpflichtungen abzusagen. Gut. Ich habe Ihnen genau zugehört. Aber um ehrlich zu sein, die Rolle macht mir Angst. Helena macht mir Angst. Ich bin dabei, mich scheiden zu lassen. Ich fühle mich allein und verletzlich. Vermutlich zu verletzlich, um das hier zu tun. Hallo? Nein, hier ist Valentin. Maria Enders persönliche Assistentin. Die Paparazzi werden sich auf Maria stürzen, das ist Ihnen doch klar. Ich fühle mich geehrt, Sie hier begrüßen zu dürfen. Maria Enders! Ein Interview mit einer italienischen Zeitschrift für die Zielgruppe aktive Frauen. Titelverführung ab 40. Nein. Du wärst auf dem Cover. Nein. Klaus Diesterweg ist hier. Er ist ein großartiger Regisseur. Hilf zu. Ich habe die Sigrid gespielt in Maloya Snake. Da war ich 18. Für mich war es mehr als eine Rolle. Und weil Sie Sigrid waren, können nur Sie jetzt Helena sein. Es geht um eine einfache Geschichte. Eine ältere Frau verliebt sich in ein durchtriebenes Mädchen, das sie um den Finger wickelt. Und wer soll also die Sigrid spielen? Joanne Ellis. Sie ist 19. Ich spiele die junge Frau, die sie in den Selbstmord treibt. Vermutlich ist sie meine Lieblingsschauspielerin. Du findest sie besser als mich. Du bist eifersüchtig. Es ist unglaublich mutig von Ihnen, die Rolle der Helena zu spielen. Sich auf diese Weise mit der Zeit auseinanderzusetzen. Ich glaube nicht, die Firmenfinanzen halten Sie vom Schlafen ab. Was hält mich dann vom Schlafen ab? Das Verlangen nach mir, denke ich. Joanne, du gehst weg und siehst mich nicht mal an. Als ob ich nicht existiere. Also was? Ich weiß wirklich nicht, warum ich mir das antun muss. Du hast deinen Vertrag unterschrieben. Auszusteigen wird dich was kosten. Lass dir was einfallen! Du hast die Figur, du hast das Stück. Lass es nicht an mir aus. Ich bin's gewohnt, dass ich die Böse bin. Mich berührt das nicht so sehr. Die Zeit vergeht nun mal und sie kann es nicht akzeptieren. Ich wahrscheinlich auch nicht.